Alright, Leute. Es geht rein in den ersten Season-Wechsel. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt läuft. Und ja, was machen wir? Wir gehen erstmal kurz weiter. Schließen die Forschung der Seitenkästen ab. Und wir können noch eine Forschung vorantreiben. Chassis und Seitenkästen. Wir gucken mal. Oh, ganz kurz, ich muss niesen. Eieiei, unangenehm. Okay. Wir machen das mal ausgewogen. Okay, 30 Tage dauert das. Moment mal. Seitenkästen. Okay, 40 Tage. Ich habe jetzt mal eine Annahme, die natürlich nicht stimmen muss, getroffen, damit ich überlege, welches Teil ich nehme. Seitenkasten haben vielleicht einen größeren Effekt, weil sie länger brauchen. Das ist jetzt meine Überlegung. So. Ich habe keine Frontflügel mehr von dem FW2. Ach du Schreck. Das ist halt auch nicht so wichtig, ne? So. Haben wir gut gehaushaltet im Prinzip. Also, Vorstandsüberprüfung am Ende der Saison. Der Vorstand hat deine Leistung als Teamchef für die gesamte Saison bewertet und den folgenden Bericht zusammengestellt. Heise ist im zweiten Monat mit Prime. Schön, dass es dich gibt. Danke für deine ganzen Videos. Vielen Dank dir. Ehre. Und Libaris, danke für den Prime-Sub. Nee, ganz kurz. Finale Platzierung, Platz 3. Langfristiges Ziel ist im Gange. Gewinne die KWM 2026. Das ist ein langfristiges Ziel tatsächlich. Ja. Sieht gut aus. Spitzenreiter-Teamwertung. Was? Was heißt das denn jetzt? Vorstandsvertrauen ist hoch. So, werte Damen und Herren. Boxencrew-Leistung. Okay, Vertrag läuft für weniger als 3 Monaten aus. Regeländerungen. Uff. Hm. Okay. Wir schauen uns mal auf dem Fahrermarkt um. Huch, der ist schon bei AlphaTauri. Huh. Logan Sargent. Okay. Hä? Warum habe ich hier nur F2-Fahrer? Ah, okay. Never mind. Okay. Warte bis zum letzten Tag, da hat Alonso keinen Vertrag mehr. Bis zum letzten Tag. Copy. Moment.
Moin Dömsche! Wie gesagt, ihr müsst mich da ein bisschen, Ah, mit der Wertung kannst du bessere Fahrer und so verpflichten, danke. Ihr müsst mich da vielleicht ein bisschen durchguiden. So, Moment. Soll ich jetzt schon quasi jemanden einrichten als technischen Leiter oder was ist hier los? Oder kann ich auch hier jemanden jetzt schon einrichten? Ich würde Tichuang nehmen. Kostet für Vertragsbruch. Ah, das ist ein bisschen chaotisch gelöst. Ich glaube, Alonso verdient auch nicht mehr als 6 Millionen, wenn ich mich recht erinnere. Okay, krass. Wir gehen mal kurz weiter. So, ganz kurz. Neues Projekt. Forschung. Wie lange dauert Heckflügel allgemein? 50 Tage. Da brauchen wir gar nicht erst gucken. Aufhängung. 25 Tage. Oh, wait. Aktuelle Projekte. Hä? Ach da, Projekt bearbeiten. Einer hier. Komm schon. Aufhängung. Kann ich nichts machen? Ist alles gut? Nein! Dich doch, Monika! Schade. Das hätte fast geklappt noch. Egal. Okay, du musst warten, bis die Verträge ausgelaufen sind. Gopi. Also, kurze Frage. Hat's jetzt einen Nachteil, wenn ich bis quasi Beginn nächster Season warte? Ausgewogen geht schneller, dann könnte es passen. Oh, danke. Oder habe ich das jetzt schon weiterentwickelt? Habe ich jetzt schon weiter gedingsbumst? Ah, schade. 2 Tage weniger. Guter Gedanke, danke too much, CC. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt so einen Unterschied da macht. Ja, hat es. Bei mir waren dann schon alle woanders unter Vertrag. Okay, no risk, no fun. Im Zweifel nehmen wir halt Ricardo weiter. Let's go. Rein in den Lachs. So. Oliver Biermann und Liam Lawson. Liam Lawson hat durchschnittliches Wachstumspotenzial, hohe Aggression. Klingt beides nicht gut. Oliver Biermann kann nicht in der F1 fahren, weil der 17 ist. Okay, das ist gut umgesetzt. Ist aber schade für mich dann. Alter, gehen wir mal auf Leute, die 18 plus sind. Okay, Jack Duan ist schon drin. 74 bei Theo Pocher. Hauger. Was hast du für ein... Weil ich halt keinen Vertragsbruch jetzt mit Stoffy. Deswegen will ich da jetzt auch nichts machen. So, let's go. Frontflügel ist abgeschlossen. Ah, kann ich jetzt schon. Sehr gut. Was verdienen die eigentlich so? Ich steig mal ein mit 300.000 und Startbonus von 30.000. Let's go. Weiß halt nicht mal, was Van Dorn verdient hat. 530.000, auf geht's. Nice. Let's go. Dennis Hauger als Ersatzfahrer jetzt schon mal drin. Das ist zumindest jetzt mal ein Pilot, der vom Potenzial her so gut ist, dass man im Prinzip... Boah, Simone Resta! Holen wir.
Okay, ganz kurz, was verdient so ein technischer Leiter? Ich habe keine Ahnung. Was verdient der? Was verdienst du eigentlich? 2,2 Millionen? Ich will aerodynamischer Mensch werden. Aerodynamischer Mensch. Egal. Wir nehmen dich für locker 4 Saisons unter Vertrag. Streusand, danke dir, Moini, für vielen Dank für den Sabrino. Merci. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt passt. Der von Red Bull verdient 3,4 Mios. Okay, krass. Na komm, nehmen wir mal 2,9 Mios. Du bist mein Mann. Rein in den Lachs. Ja, let's go. Simone Resta. Sehr lange bei Italien, hier bei italienischen Teams unterwegs gewesen. Oder Ferrari halt. Sehr viel Ferrari-Verbindung. Aber... jetzt ist er bei uns. Der erste mit 81, der in dem organisatorischen Bereich arbeitet. So, Personal, Scouten. Nee. Fahrer, Scouten. Das könnte man theoretisch auch vereinfachen, ne? Oh mein Gott! Lance Stroll hat keinen Vertrag. Rein da. No. No. Oh. Streuser, danke für den Giftsab. Ehre. Okay, warte mal. Slash Paul. Wen sollen wir nehmen? Fragezeichen. Ricardo. Norris. Alonso. Piastri. Bedenkt, ihr könnt jetzt im Chat abstimmen, welche zwei Fahrer wir nehmen. Sobald die neue Season anfängt, hast du enorm viel Zeit bis zum ersten Rennen, das alles nutzen, um neue Teile zu bauen. Hatte zum Beispiel genug Zeit, um für alle Teile einmal was Neues zu bauen. Neues bauen oder neues entwickeln? Reason. Piastri wird sowas von gewinnen. Wahrscheinlich allein fürs Meme. Nein, ihr könnt doch nicht Alonso jetzt ignorieren, Leute! Nein, wir wollen Alonso holen eigentlich. Ja, komm. Streuser, danke für 100 Pizzerinos. Ehre. Vielen, vielen Dank. Oh Mann, ey, ich finde das zu funny gerade. Also tatsächlich haben Piastri und Norris 72 und 71 Stimmen. Ich hole mir trotzdem den Dude hier. Ich sag wie es ist. Tut mir leid, Leute, aber ich hole doch mal für eine Season Alonso. Oder für zwei Seasons oder so. Ich weiß, ich bin gemein, weil ich Abstimmung mache und mich nicht daran halte. Nicht mal Dave gibt mir eine Chance. Ich bin ja derjenige, der im Prinzip immer so relativierend ist, so ein bisschen. Wer war das nochmal, der meinte, dass Alonso nicht mehr als 6 Millionen verdient? Hm. Ich bin ganz ehrlich, ich möchte dieses Duell Alonso gegen Norris. Möchte Alonso gegen Norris sehen. Bruder, wenn es jetzt nochmal um die WM geht, bin ich hyped. So, warte. Oh Gott, das ist die Maxima.
Oh Mann, das ist die maximale Demütigung. Oh mein Gott. Oh Mann, das ist gemein. Das ist super gemein jetzt. Das ist so fies. Hauke denkt sich auch nur so, hä? Ja, genau. Ricardo dachte sich wahrscheinlich dieses Jahr auch während der ganzen Hin- und Her-Geschichten so, hä? Es tut mir leid, Ricardo, ich muss auch mal memen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich finde eine Sache tatsächlich ein bisschen strange. Die sechs besten Fahrer sind hier tatsächlich von den sechs Top-Fahrzeugen. Ich bin ja jemand, der grundsätzlich auch immer sagt, die besseren Fahrer kommen in die besseren Autos. Aber so einseitig würde ich es auch nicht sehen. Ich würde jetzt einen Perez nicht über Alonso sehen, bin ich ganz ehrlich. Allgemein ist Alonso viel zu schwach. Warum ist Bottas bei 87, Alonso bei 86? Hallo? Also, ich finde es auch schön, dass wir jetzt quasi mit Alonso ein Comeback bei McLaren feiern. Alonsos zweites McLaren-Comeback. Oh, ich finde es super. Warte mal, Lewis Hamilton, hast du Bock? Oh! Night never. Der Club der alten Fahrer, ja. Jetzt müssen wir auch Vettel als Ersatzfahrer fahren. Mhm. Ups. Warte mal, zwei Saisons heißt, dass er jetzt in dieser Saison fährt und in der, die jetzt neu beginnt, oder? Nicht, dass Lewis wieder in die falsche Box fährt. Das könnte nach all den Jahren bei Mercedes jetzt tatsächlich passieren. Nein! Das war das Einzige, was Minus war, oder? Wir lassen dann einfach die ganze Zeit Alonso gewinnen, alles gut. Nein! Nicht doch, Monika! Da müssen wir anderen Fahrer zurück zu McLaren holen. Let's go, Alge! Holen wir Ricardo zurück zu McLaren. Kevin Magnussen! Sergio Perez! Oh Mann, ich hör auf. So, das ist jetzt unser Line-Up für die nächste Season. Okay, auf geht's. Willkommen in der neuen Saison. Es ist an der Zeit, die diesjährigen Vorschriften zu überprüfen, den Motor dieser Saison zu verwalten und neue Verpflichtungen mit deinen Sponsoren auszuhandeln. Okay, ich muss jetzt schon lachen. Warte mal, Renntagsfabrik-Events, was ist das? Die Herstellung wird für den Tag der Rennsession ausgesetzt. Die Herstellung? Okay. 11. Fabriks-Events. Herstellung von Autoteilen wird mindestens einen Tag ausgesetzt. Also kein Notfall. Ja, dann kein Notfall. Stoffel verdorren, wäre auch gut. Fahrerauftritte.
Jo. Ja, gut. Ganz ehrlich. Wir brauchen bei Alonso keinen Erfahrungszuwachs. Bro, Alonso könnten wir einfach 7 Millionen. Der fährt jetzt fast gratis. Okay, warte, nee, so machen wir es nicht. Ich hab doch beide. Wie? Ah, da, beide. Bruder, ich werde reich. Ich hole mir einfach ein Formel 1-Team und verleihe die Fahrer. Leiharbeiter in der Formel 1. Okay, nehmen wir Alonso. Machen mal 6 Termine. Fahrerauftritt am Rennwochenende. Kontrollleistungswertungsphase wird dann jedem Rennwochenende, an dem er im Medienauftritt reduziert sein. Was ist die Kontrollleistungswertung? Machen beide 2-mal fertig. So. Noch nicht weiter skippen wegen neue Parts. Design. Gopi. Guthaben. Wartet damit. Wie viel habe ich jetzt eigentlich in der letzten Season verbraucht an Kohle? Technisch. Ja, das muss ich sagen, juckt alles nicht. Das wird man schon irgendwie merken. Oh, Engine. Wisst ihr, was ich unfassbar lustig fände? Wenn McLaren halt jetzt wieder auf Honda-Motoren wächst. Aber sie nicht mal mehr Honda heißen. Okay, ganz kurz. Oh, Schwelle Leistungsverlust. Das ist interessant. Da hatte Ranta mal drüber gesprochen, aber... Wait. Der Red Bull Motor verliert schon ab 85% Leistung. Ich sag mal so, ausgehend von der 21er Saison hat Mercedes ja relativ früh einen Leistungsdrop gehabt beim Motor. Und Red Bull war halt so sehr stet beim Motor. Kommt heute der K18, vielleicht abends. ERS-Haltbarkeit und so, Getriebehaltbarkeit. Bro, das ist so viel. Kraftstoffeffizienz ist natürlich auch geil. Thermischer Widerstand. Okay, immer 2 neue Teile designen, eine Hälfte der Stunden in das eine Teil und die andere in das andere. Kannst du wiederholen, wenn neue Stunden kommen bis zum ersten Rennen. Dadurch hatte ich in jedem Bereich des Autos ein neues, gutes Teil. Danke, merci. Bring GP2 Engine back. Ey, allein fürs Meme. Rein in den Lachs. Ja, juckt nicht. So. Neue Season beginnt, Leute. Oh Mann, Alter, ich bin irgendwie hyped. Ich bin richtig hyped. Ach du Schreck. Ey, wir haben auch richtig aufgewertet beim Personal. Also, wir haben Fernando Alonso. Wir haben Simone Resta. Und wir haben Dennis Hauger, der definitiv nicht am ersten Rennwochenende vielleicht, weil da müssen wir die Fahrzeugteile Vertrautheit erhöhen. Aber spätestens, sage ich mal, zum dritten Wochenende wird er regelmäßig Einsätze bekommen. Mark my words. Und Sturmreiter. Wann kommt Forza? Ey, ganz ehrlich, mal gucken. Wie gesagt, demnächst mit dem neuen Streaming sieht vielleicht anders aus. So, Autos. Okay, ganz kurz. Performance. Kann sein, dass mein Auto extrem schlecht ist. Bauteilwissen fährt auch der Reservefahrer auch. Ach, echt? Also kann ich theoretisch schon im Bahrain den antreten lassen, dann, oder was? Das ist natürlich cool. Okay, ganz kurz. Was machen wir jetzt? Autoteilentwicklung. Entwerfen. Was braucht denn die meisten Tage? Sowas fehlt mir hier in der Übersicht.
Reason sicher, dass man zwei Teile immer machen soll? Ja gut, alles bis auf die Kühlung nach rechts ballern will ich ja nicht machen, weil das ist ein Exploit. Unterboden dauert? Okay. Ganz kurz, was ist, wenn ich drei Teile mache, weil ich kann ja drei Sachen parallel entwickeln. Wobei, Reason hat ja gesagt, dass er bis zu Beginn der Saison alles hatte, also dann sollte es ja eigentlich passen. Ich mach mal Standard hier, ne? Weil... Machen wir mal intensiv. Unterboden dauert lange, hat der Chat gerade geschrieben. Merci. Dann packen wir da mehr Ingenieure rein. Reason, wie gesagt, das mit den Reglern nach rechts, außer hier Kühlung oder so, das ist ein Exploit, den möchte ich nicht nutzen. Ich appreciate den Tipp, aber I don't will. Vent Bennett, danke dir für den 19. Wie jeden Monat mein Prime, du hast es dir immer verdient. Merci. Vielen, vielen Dank, Schatzi. Wusste ich nicht. Ja, Kaya hat mir das irgendwann mal gesagt, dass du das damit halt irgendwie richtig krass übertreiben kannst, wie dann das Auto letztlich performt. Immer intensiv arbeiten lassen. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden, was intensiv ist, aber... Also... Weiß nicht, was intensiv ist. Design abgeschlossen. Chassis. Ne, Kaya hat mir das gesagt, dass das irgendwie so ein bisschen... Exploity-Moidy ist. Nicht genutzte Scouts. Bei mir eigentlich fast immer so, dass ich die Scouts einfach nicht verwende. Jetzt fehlt mir so eine Übersicht mit ATR. Wann der neue ATR-Zeitraum beginnt oder endet, so. Das sollte eigentlich bei Auto irgendwo hier dastehen dann. Wait, habe ich noch einen neuen ATR-Zeitraum jetzt oder nicht? Nö. Ah, in 14 Tagen jetzt, okay. Wait, ich kann schon Sachen anfertigen. Ich will ein Chassis immer auf Halde haben. Deswegen beginnen wir jetzt mal hier. Kommt noch, Copy. Ja, das erste Rennen ist ja jetzt in 32 Tagen. Vielleicht hätte ich es doch auf drei Teile aufteilen sollen. Mal gucken. Und Unterboden habe ich ja gemacht, ne? Easy. Alonso hat einen Entwicklungspunkt schon. Yes, baby! Er wird immer besser. Untätige Ingenieure. Ja, schmeißt sie alle raus. Kappa. Yo, der hat schon zwei! Bruder, der ist einfach ein Cheat, der Dude. So, Preseason-Tests. Jetzt geht's ab. So, Fertigung abgeschlossen. Wir machen das alles gleich, ne? Personal hat ja auch wahrscheinlich Punkte dann, ja, zwei Punkte sogar für Simon Resta. Das Personal könnte sich jetzt eventuell schon direkt lohnen. Neues Projekt. Machen wir Heckflügel. Oh ja, stimmt. Ich zeig gleich, welche Fahrer wo sind. Ja, ja, alles gut, alles gut. Danke, 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 danke für den Reminder. Neuer ATR-Zeitraum in 55 Tagen. Also ich hätte doch alles auf drei Teile machen sollen.
Vor allem brauchen die jetzt auch bis nach Bahrain. Oh. Okay, wird schon alles. Ganz kurz. Boah, Ferrari wieder mit dem Top-Auto. So. Wir gucken mal ganz kurz. Max Verstappen und Sergio Perez bei Red Bull. Die beiden Ferrari-Fahrer haben sich auch nicht geändert. Mercedes ist auch unverändert. Ricciardo ist bei Alfa Romeo untergekommen. Neben Valtteri Bottas. Pierre Gasly und Esteban Ocon sind jetzt bei Alpine. Kevin Magnussen und der Ruwala sind bei Haas. Mick Schumacher und Yuki Tsunoda bei Williams. Lance Stroll und Zhou Guan Yu bei Aston Martin. Vettel und Albon bei Alfa Tauri. Okay. Ja, Vettel wird dieses Jahr dann wieder Monza gewinnen. Reason, wahrscheinlich hattest du mit Mercedes einfach ganz andere Entwicklungskapazitäten als ich jetzt mit McLaren. Das wäre, glaube ich, die... Oh, oder ich muss die Sachen modernisieren, alle. Ups. Wenn ich es upgrade, ist es dann nicht auch automatisch modernisiert? Wir testen es mal beim Aufhängungssimulator. Das klingt wie ein ganz komisches neues Spiel von irgendeinem Simulatorhersteller. So, werte Damen und Herren. Beim nächsten Mal geht's weiter. Wir gucken nochmal ganz kurz. Fahrer. Der hat noch einen Entwicklungspunkt, Bruder. Hauke bald bei 73er Rating, alter Falter. Und Mr. Kummer hat auch noch einen Punkt. Und Christopher Hayes. Übereinstimmung ist schon mal gut. Das ist schön. Nice. Jetzt haben wir drei Leute im Team mit 80 plus Rating. Krass. So. Upgrade müsste doch auch eigentlich modernisieren, oder? Wenn du upgradest, dann ja. Okay. Verdammt, dann habe ich... Ja. Hätte ich das mal direkt gemacht, ne? Mann. Wetterstation, warte mal, hier machen wir modernisieren. Ah, auch Max-Stufe schon erreicht. Modernisieren, modernisieren. Upgraden direkt. Upgraden direkt. Passt. So, werte Damen und Herren, beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Bahrain. Auf dem Dave Gaming Uncut Kanal, alle hier im Twitch-Chat, Ausrufezeichen Uncut, da sehr, sehr gerne reinfollowen. Dann verpasst ihr nichts weiteres zur McLaren-Karriere. Im Stream gibt es dann bald eine neue Karriere. Viele Leute auf YouTube, wenn es euch gefallen hat, das gerne auch noch umlegen. Aber auch wenn ihr nichts hier dabei seid, bis zum nächsten Mal.